herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin und Unternehmerin. Und heute bin ich am schönen Chiemsee eingeladen bei Max Reidel. Hi. Max Reidel ist Projektentwickler und Investor und wird sich jetzt einfach mal vorstellen. Ich gehe davon aus, dass ihr ganz viele Learnings haben werdet und wir werden euch nachher auch nochmal mitnehmen durch diese wunderschöne Immobilie, die jetzt gerade hier quasi nochmal neu gebaut wird, direkt am Chiemsee. Also stell dich mal vor. Ja, hallo, von mir auch ein herzliches Hallo. Mein Name ist Max Reidel, ich komme vom Chiemsee und bin 35 Jahre alt, bin Projektentwickler, Investor, auch im Bauträgergeschäft tätig. Und ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir zu plauschen, Vanessa. Ja, also ich freue mich auch schon sehr drauf, weil ich habe in der Regel nicht so viele Interviewpartner, mit denen man auch mal über solche spannenden Dinge reden kann. Also immer geht es um Immobilien oder um vielleicht auch manchmal Denkmalschutz, aber das ist jetzt heute wirklich ein spezielles und sehr interessantes Thema für die Leute da draußen. Erzähl mir, womit verdienst du dein Geld? Also ich verdiene mein Geld mit Projektentwicklungen und für den, der sich darunter vielleicht nichts vorstellen kann, eine Projektentwicklung gibt es im einfachen Bereich wie auch im komplexeren Bereich. Das ist eine riesen Range, die da bedient wird. Man kauft sozusagen Objekte, entweder Grundstücke oder Gebäude und entwickelt da ein Projekt daraus und entwickelt die weiter und schafft dadurch sozusagen Mehrwerte und natürlich auch Gewinne und damit verdiene ich mein Geld. Das ist also mein tägliches Brot und da bin ich zu Hause und das macht mir auch riesen Spaß und ich brenne dafür und ganz besonders für solche Themen hier in so exponierten Lagen ist es natürlich auch für mich ein besonderes Schmankerl, weil diese, ich nenne sie immer so böse Schuhschachteln, diese Dreispänner und so weiter, das sind für mich Gebäude, die haben einfach keinen Puls und das sind Mittel zum Zweck, zum Geld verdienen, die kann man auch schön machen. Mhm. Weißt ja selber, gibt ja solche, klar, und solche Reihenhäuser. Ja. Und aber in so Situationen hier tagtäglich sozusagen sich zu bewegen, ist ein absoluter Gewinn. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, wenn man hier ist, man fährt automatisch ein bisschen runter, ja, man entschleunigt. Das hat eine total coole Energie hier. Und deshalb versuche ich auch so viel Büroarbeit wie möglich hier in diesem Seehaus zu machen, weil es einfach für mich auch eine tolle Erfahrung ist, hier zu sein. Und das motiviert natürlich auch für die anderen Projekte wieder am Ball zu bleiben. Und das, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist, mit so etwas verdiene ich Geld. Ist eigentlich ein Traum, oder? Total. Und erzähl mal so ein bisschen, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was hast du für eine Ausbildung genossen? Und wie bist du dahin gekommen, dir jetzt ja, sowas leisten zu können, sowas zu entwickeln und so weiter zu veräußern, dass da sogar noch ein paar Millionchen hängen bleiben? Naja, es ist so, also ich habe 10 Jahre in der Bank gearbeitet und habe da mein Know-how, also meine Finanzbildung sozusagen und Immobilien-Know-how aufgebaut. Das ist auch war hier, also ich habe mich ja immer so zwischen Salzburg und München bewegt und da war auch die Bank angesiedelt. Ich war 10 Jahre bei der gleichen Bank und habe da so auch als Multiplikator für Immobilien, hat sich das genannt, gearbeitet. Das heißt, ich habe Objekte akquiriert, ich habe Besichtigungen gemacht, ich habe Baufinanzierungen gemacht und habe da natürlich erstens mal den Kontakt zu vielen aus der Szene, nenne ich es jetzt mal, aufbauen können und habe auch viel lernen können. Und ich bin da rumgelaufen wie ein Schwamm und habe alles in mich aufgesaugt, weil dieses Thema mich schon von Kindesbeinen auf einfach angemacht hat. Mhm. Und mein Stiefvater, der hat sein Zimmereimeister gemacht und da waren noch Zeiten, da gab es noch Windows 3.11 mit blauen Startbildschirmen und er hatte schon technische Zeichnungen von Häusern gemacht. Okay. Und ich war dann, der hat dann ein Haus gebaut, da war ich von Anfang an dabei und das habe ich total gecatcht. Ich habe zwar ein bisschen zwei linke Hände, das hat sich auch schon verbessert in den letzten Jahren, aber ich weiß zumindest, wie die Systeme funktionieren. Also ich bin Kaufmann, der ein bisschen auch technisches Know-how hat, aber habe ein sehr gutes Team, die mich dabei unterstützen. Und so bin ich dazu gekommen. Ich habe dann während der Bankzeit schon meine ersten Fix- und Flip-Geschäfte gemacht. Fix- und Flip ist auch so ein Thema, wo ich mich jetzt als Profi bezeichnen würde und habe mir so Kapital aufgebaut. Und dann, wie das reichlich vorhanden war, oder reichlich genug, um die Reißleine zu ziehen, habe ich dann Exit gemacht, habe mich selbstständig gemacht, weil das Thema, ich liebe das Thema und du merkst es auch, wenn du mit mir redest, ich brenne da dafür und ich würde in meinem Leben nie was anderes machen wollen und das ist einfach, und deswegen habe ich für mich meinen Traumberuf gefunden und die Entwicklung war eben aus der Bank raus, weil das Know-how natürlich ein ganz eklatanter Faktor ist, ob man erfolgreich ist oder nicht, das ist einfach das Wissen und das habe ich mir aufbauen dürfen in einer sehr geschützten Umgebung, in der Bank und konnte dann den Exit machen und so hat sich das Ganze jetzt entwickelt und
die letzten Jahre kam da der absolute Vollturbo rein, dass ich jetzt auch so Projekte stemmen kann. Ja. Und von dem her bin ich schon noch gespannt, was alles so kommen wird. Spannend, ja. Also bei mir selber merke ich auch, dass ich so eine absolute Leidenschaft für Immobilien habe. Sowas kann man auch niemandem einpflanzen. Nee. Das muss man für sich selber wirklich entwickeln. Wie ist das bei dir gewesen? Was glaubst du, welche Kenntnisse und Fertigkeiten oder auch persönliche Fähigkeiten haben dich dazu oder ja dahin gebracht, wo du jetzt bist? Also unabhängig jetzt mal von der fachlichen Ausbildung. Also es ist schon der Umgang mit Problemen. Ich sage das ein bisschen überspitzt, dir wird jeden Tag in die Fresse geschlagen in dem Business. Definitiv. Und man muss sich entscheiden, ob man das Reh ist, das im Scheinwerferlicht erstarrt und sich überfahren lässt, oder ob man einfach Strategien entwickelt, um diese Probleme zu lösen. Und ich denke, dass ein wichtiger Punkt Kreativität ist und der Umgang mit Problemen. Und ich bin sehr kreativ, meine Eltern sind beide künstlerisch veranlagt und haben das auch so beruflich gemacht. Und ich habe eine sehr kreative Art und Weise, mit Problemen umzugehen. Und ich habe auch eine ganz andere Sichtweise auf Probleme. Ich würde jetzt fast nicht sagen, ich freue mich auf Probleme, weil es wird sich so borderline-mäßig anhören. Ich würde eher sagen, dass ich auch eine gewisse Dankbarkeit habe, mich mit Problemen zu konfrontieren, weil die mich weiterentwickeln. Ja. Und es gibt für alles eine Lösung. Die Limitierung ist ja im Kopf und nicht das Problem selbst. Man kann alles lösen, man muss kreativ genug sein. Und ich glaube, das ist eine Komponente, die einen erfolgreichen Projektentwickler oder Immobilieninvestor von einem unerfolgreichen unterscheidet, die Sichtweise und den Umgang mit Problemen. Und da wage ich mal zu behaupten, dass ich da ziemlich gut entwickelt bin, was das betrifft, und freue mich darüber, dass ich mich da auch ständig weiterentwickeln kann. Ja. Also aus den Gesprächen vorher mit dir habe ich persönlich so ein bisschen ein Bild von dir bekommen oder rausbekommen. Und das fällt einem selber immer relativ schwer, sowas zu entdecken und zu entschlüsseln. Aber ich glaube, du bist menschlich einfach auch generell sehr weit. Und dir ist es wichtig, dass du auch einen guten Umgang mit Menschen pflegst, dass man gegenseitiges Vertrauen hat. Und ich glaube, wenn man wirklich ein großes Rad drehen will, dann muss man auch wirklich auf dieser menschlichen Ebene relativ gut sein. Wie hast du das entwickelt und warum hast du jetzt zum Beispiel bei diesem Objekt, was du entwickeln wirst, dich für die Hälfte an Gewinn entschieden? Warum ist das so und wieso machst du das? Also ich denke, dass man sich auch verinnerlichen muss, dass man manchmal auch mal einen Schritt zurückgehen muss, um drei nach vorne zu machen. Das ist echt wichtig. Und das ist ein Thema, wo ich sage, man muss die Invasivität schon so gestalten, dass es in einer gewissen Verträglichkeit mit seinem Umfeld liegt. Und eine Maximierung ist nicht an jeder Stelle das Mittel der Wahl, weil du dir dadurch andere Dinge verbauen kannst. Ja. Und wenn du hier im Einklang... Im wahrsten Sinne. Ja, es ist wirklich so. Und wenn du hier im Einklang mit dem Umfeld, mit den Behörden, mit den Nachbarn ein Projekt entwickelst und die dann auch mit beteiligst, dann läuft es erstens mal leichter und zweitens wirst du immer wieder gern gesehen, wenn irgendwas anderes ansteht. Ja. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich weiß, wenn mein Gegenüber was bedrückt oder wenn er das nicht gut findet, und versucht dann auf einen Konsens zu arbeiten, wo der auch mit einem guten Gefühl aus der Besprechung rausgeht. Und ob das im Denkmalschutz ist, in der Projektentwicklung, du hast ja immer, also wir bewegen uns hier mit 20-30% Sachfragen. Der Rest ist reine Psychologie. Ja. Und Verkauf. Richtig, genau. Und wenn man das gut bespielen kann, bei den Sachfragen, wenn man dann, sage ich jetzt mal, nur die Hälfte davon abdecken kann, kannst du dir Leute holen, die andere Hälfte abdecken. Genau. Die kannst du dafür bezahlen. Ja. Aber als Grundeigenschaft muss man schon empathisch sein, empfänglich sein, auch für das Wohlbefinden des Gegenübers. Man kann natürlich jetzt nicht jeden hier alles recht machen. Der eine sagt, ich will eine Holzfassade und der andere nicht. Ja, klar. Aber ich sage jetzt mal, ich rede jetzt mal über die groben Dinge. Was ist so eine Versiegelung oder was den Bau, die Bebauung betrifft. Da kann man schon behutsam vorgehen und dadurch am langen Ende trotzdem profitieren. Ja. Und das ist also sowas, wo ich wirklich in rücksichtsvoller Art und Weise mit der Sache, auch mit dem Bestand rücksichtsvoll und auch die Historie honorieren, weil es ist zum Beispiel hier ein Baum, wenn man den fällen würde, dann würden sie dich hier wahrscheinlich an die nächste Wand nageln. Ja. Weil man muss wissen, dieser Baum wurde gepflanzt zur Hochzeit von dem Vorbesitzer. Ah, okay. Und das ist sozusagen... Der ist jetzt von der Strukturierung her, ist jetzt hier auch nicht so wirklich ein heimischer Baum. Aber der gehört zu diesem Objekt. Ja. Und ich werde alles tun, um diesen Baum zu schützen. Ihr seht, ich habe den sogar außerhalb des Bauzauns gestellt. Wir werden alles tun, um diesen Baum da zu schützen, weil der einfach wichtig ist für dieses Objekt. Und ich glaube, der Blick
Für manche, die da nur die Zahlen sehen, ist das vielleicht unwesentlich, aber es ist doch ein wichtiger Punkt. Ja. Und das zu begreifen, ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wenn man sich jetzt mal in den sozialen Medien umguckt und mal sieht, was so angeboten wird, welche Menschen auch in diesen Kreisen als Immobilieninvestor, als Projektentwickler und so weiter unterwegs sind. Ich habe Ordner voll mit Suchprofilen von unterschiedlichsten Kunden. Ehrlich gesagt geht es da nur nach Masse, nach Geld, nach mehr Rendite, noch enger bebauen, nach noch mehr Mietern, noch mehr Mieteinnahmen. Warum glaubst du, ist das wirklich auch langfristig der richtige Weg und hast du da den Leuten was voraus? Also ich denke, dass der Vorteil von meiner Herangehensweise ist, dass du im mittelfristigen, langfristigen Bereich erfolgreicher bist. Also dauerhafter, nachhaltiger, erfolgreich bist. Mhm. Um den kurzfristigen Erfolg zu haben, wenn ich ein Objekt habe und es maximiere und damit mir was verbaue, was ich ja eh nicht habe, was mich nicht interessiert, dann ist es für mich sehr kleinteilig gedacht und sehr kurzfristig gedacht. Mhm. Und ich will ja langfristig, ich liebe dieses Business, ich will langfristig dieses Business auch bespielen. Mhm. Und da wäre ich doch dämlich, wenn ich mir ohne Not irgendwelche Hürden in den Weg stellen würde. Ja. Und deshalb biete ich allen Beteiligten, ob es eine Denkmalbehörde ist, Naturschutz, den nötigen Respekt, weil das hat auch einen Grund, warum die da sind. Ja. Man muss immer nicht alles gut finden, was die sagen, aber die sind ja wichtig, man muss die ernst nehmen. Ja. Und das ist wirklich schon die halbe Miete, weil am Ende des Tages kann man mit Menschen immer Konsens finden und dann im Endeffekt eine Basis schaffen. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen. Und ich weiß natürlich erst am Ende, ob es die richtige Strategie ist. Aber ich glaube da fest dran und mein Immobilienbusiness ist People-Business und deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese Herangehensweise auch mich in 20 Jahren noch so entspannt hier an so einem Platz sitzen lässt und mit dir plauschen. Sehr gut. Wenn wir jetzt mal über deine Vergangenheit sprechen als Projektentwickler und Investor, was hast du schon so gedreht? Erzähl einfach mal, stell dich da mal vor, wenn es jetzt um das Thema Immobilien geht. Also ich bin ja grundsätzlich jemand, das propagiere ich auch immer, der nichts ausschließt. Also ich habe durchaus auch noch Freude daran, wenn ich eine 250.000 Euro Wohnung mit der Fix- und Flip-Strategie bespiele und dann veräußere und dann einen schönen Gewinn damit mache. Ich bin jetzt nicht so, ich sitze jetzt nicht auf so einem hohen Ross, wo ich sage, das fasse ich nicht mehr an. Ganz im Gegenteil, mir macht es Spaß, die Dinge zu verändern und zu optimieren. Und was mir in meiner Vergangenheit immer Spaß gemacht hat, war auch so eine Projektentwicklung Light, nenne ich es mal. Das ist im Endeffekt ein relativ einfaches System. Man kauft ein Grundstück, teilweise mit Altbestand, lässt man von der Baufirma ein 3D-Haus drauf planen und das 3D-Haus vertreiben und verkauft dann im Endeffekt schnell nur den Grundstücksanteil an die Endkäufer. Und damit habe ich eigentlich von der Anzahl her die meisten Deals gedreht, neben den Fix- und Flip-Deals. Wie viel ungefähr? Ich habe sie nicht gezählt. Nee, ich habe sie echt nicht gezählt. Also ich habe jetzt da keine Trophäenwand oder so stehen. Schade eigentlich. Alle brüsten sich mit Zertifikaten, dies, das. Und Summen. Also das ist jetzt nicht so meine Welt. Das habe ich jetzt nicht gezählt. Und von dem her kann ich das nicht genau benennen. Aber es sind viele, 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 viele. Und schwerpunktmäßig eben zwischen Salzburg und München. Und egal, wo ich hier rumfahre, also du hast ja vorher gesehen, wir fahren nicht lange, ich sage, hey, das Objekt habe ich und das definitiv. Objekt habe ich. Aber ich sage jetzt mal, ist jetzt für mich kein entscheidender Faktor, wie viel habe ich geschafft, wie viel habe ich gedreht, wie viel habe ich verdient, sondern mir macht Spaß, ist meine Passion. Aber wenn es dich interessiert, können wir da gerne mal in die Recherche gehen. Okay, nee, also in mir, da fährt echt ein Rasenmäher-Roboter durch. Ja, ey, hier ist was los, ist so geil hier, ich habe mich schon verliebt, ich bleib gleich hier. So, kommen wir zurück zum Thema. Wie hast du denn gestartet? Du hast gesagt, in der Bank hast du gearbeitet, dann hast du schon Fix und Flip gemacht, um einfach das Eigenkapital aufzubauen, damit du in Zukunft größere Projekte entwickeln kannst, kaufen kannst, wieder veräußern kannst. Wie ging das dann ab? Du bist von der Bank weggegangen, hast du dann direkt ein Unternehmen gegründet? Wie waren so die ersten Schritte? Also ich habe es ganz, ganz lang auf Maximilian Reidel Einzelfirma gemacht und relativ ohne irgendwie mit Risiken mich auseinanderzusetzen, ob das jetzt für mich besser wäre, eine GmbH zu gründen oder nicht. Das war mir egal, weil ich einfach machen wollte. Und habe aber dann entschieden, mir eine Holdingstruktur aufzubauen, was ich auch gemacht habe. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 9
Gesellschaften, die damit verwurzelt sind. Und ich meine, so ein Projekt jetzt auf dem eigenen Deckel zu machen, das wäre ein bisschen, schon krass. Ja. Und deshalb ist der logische Schritt irgendwann gekommen, wo ich dann einmal von außen auch mal sensibilisiert wurde und sagte, Mensch, du, überleg dir doch mal, mach doch mal und so. Ja. Dann habe ich mich damit beschäftigt, bietet dir auch Vorteile. Und ist ja auch in der Community, sage ich mal, immer eines der wichtigsten Fragen, wann soll ich eine GmbH gründen, ab wann macht es Sinn und so. Und das ist halt ein extrem individueller Punkt. Ja. Wenn man sich zum Beispiel Oliver Fischer anschaut, der macht alles auf Einzelfirmen, hat ja auch x Objekte gedreht. Ja. Es ist, glaube ich, immer so eine Einstellungssache. Betrachtungsweise Steuer, betrachtungsweise Haftung, betrachtungsweise, was habe ich vor. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwann in den Genuss komme, eine Immobilie, die ich auf Maximilian Reidl habe, nach 10 Jahren steuerfrei veräußern zu können. Mhm. Weil ich denke, dass bei meiner Historie das Finanzamt sagt, also sorry, Junge, das kannst du jemand anders erzählen, dass du da keine Verkaufsaufsicht hattest. Ja. Und von dem her ist es für mich einfach der logische Schritt gewesen. Das habe ich jetzt die letzten Jahre forciert und habe das jetzt im Endeffekt, man muss sich das vorstellen, das ist ja ein Riesenwulst auch an neuen Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss man auch mal die entsprechenden Spezialisten finden dafür. Und die Strukturierung ist abgeschlossen, ich fühle mich da jetzt sehr wohl drin und habe mich jetzt da reingefuchst in das Thema und bin da sehr happy drüber, dass das jetzt so strukturiert ist. Und habe aber trotzdem in meinem Bereich, also so Wohnungen und sowas kaufe ich immer noch auf meinen eigenen Einzelfirmen. Okay. Wenn wir jetzt mal an das ganze Thema Projektentwicklung denken und du hättest da draußen zum Beispiel Leute, die jetzt darüber mehr erfahren wollen, wie funktioniert sowas, was würdest du denen für Tipps an die Hand geben? Wie geht man da vor? Also der allerwichtigste Tipp ist, sich erstmal so ein Grundlagenwissen anzueignen, weil was ich halt immer erlebe, dass Einsteiger immer gleich in die Champions League wollen. Die sagen, hey, ich habe da was, da könnte man vielleicht Containermodule und so, und dann sage ich, wie viel Wohnung? Ja, ich habe noch nichts. So, wo ich sage, okay, das wäre ein bisschen schwierig. Ja? Man muss sich erstmal so ein bisschen Grundlagenwissen und dann auch anfangen, um die Einstiegshürde ein bisschen niedrig zu machen, auch mit den kleinen Dingen vielleicht mal beginnen, um Erfahrungen zu sammeln. Hey, wie fühlt es sich überhaupt an, wenn ich beim Notar sitze? Ja. Wie kann ich mich gut verkaufen in Verhandlungen? Ja. Und dann überhaupt erstmal eine Finanzierung auch vorher zu bekommen. Richtig, ne? Und es ist auch ganz wichtig, weil das Thema Track Record, also was habe ich in der Vergangenheit abgewickelt, ist im Finanzierungsbereich. Und auch wenn man das Geld hat, will man es immer mit Finanzierung machen, weil es sich einfach viel besser anfühlt. Ja, definitiv. Und also man hat immer die Themen, dass man sich mit den Banken auseinandersetzen muss. Und da brauchst du halt einfach eine Historie. Da brauchst du auch, die müssen auch merken, dass du wirklich Ahnung hast von dem, was du redest. Ja. Und ich meine, ich habe nur einen kleinen Vorteil. Ich habe 10 Jahre gearbeitet. Ich weiß, welche Sprache ich sprechen muss. Mhm. Und das hilft mir natürlich auch ungemein. Klar. Und von dem her ist immer erstmal so ein Grundlagenwissen aufbauen wichtig. Und dann sucht euch Partner. Wie glaubst du, kommt man da dran? An Grundlagenwissen? Also erstmal sich austauschen mit Gleichgesinnten, dann einfach auch mal kleinere Sachen selber durchziehen. Learning by doing ist immer noch das Beste. Ja. Also ich habe nie mehr studiert. Ich habe Realschule mit, sag ich mal, ohne Trommelwirbel überstanden. Und ich wäre eigentlich auf der Hauptschule geblieben, wenn meine Mutter mich nicht gezwungen hätte, dann von der 7. in die 7. zu gehen. Das heißt, man muss, glaube ich, schon, sage ich mal, einfach mal anfangen und klein beginnen, und Learning by Doing ist einfach das Thema, wo ich, das würde ich blind unterschreiben, ist das Wichtigste. Ja. In der Praxis lernst du, und ich lerne heute noch, ich lerne Sachen, wo ich mir denke, wie konnte ich eigentlich damit leben, dass ich das noch nicht wusste vorher, weißt du, wie ich meine? Verstehe ich, und, kenne ich auch. Ich hatte erst kürzlich wieder so ein Thema beim Kauf mit Sondernutzungsrechten, wo ich mir denke, okay, gut, dass ich da bisher noch nicht drüber gestolpert bin. Da war dann die Problematik, dass die zwar in der Teilungserklärung beschlossen wurden, aber die wurden nicht eingetragen, also wurden nicht dinglich abgesichert, sondern war nur schuldrechtlich. Und dadurch, dass es schon so lange her ist, hatten die gar keinen Wert mehr. Dann hast du im Endeffekt keine Stellplätze und so. Also man lernt tagtäglich. Das ist in dem Bereich auf jeden Fall so, ja. Aber die Basics lernst du am besten, wenn du mal anfängst. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du dich mit Gleichgesinnten umgibst, denen zuhörst, ihre Stories anhörst, dich vielleicht verpartnerst, Kooperationen machst. Und das sind also Communities, ein guter Austausch. Und dann gibt es halt auch noch das eine oder andere Coaching-Programm, was vielleicht für jemand interessant ist, der dann, sag ich mal, so Next Level Sachen machen will. Mhm. Und da muss man sich einfach ein bisschen ein Netzwerk aufbauen. Ja. Das heißt, am Anfang braucht man natürlich schon mal eine gewisse Leidenschaft überhaupt für das Thema. Und ich persönlich bin auch eine absolute Umsetzerin. Also lieber erstmal überhaupt anfangen, auch mit kleinen Dingen anfangen. Und dann kommt man automatisch immer weiter und immer höher. Ne? Jetzt hast du gesprochen vom Thema, umgib dich mit Gleichgesinnten und bilde dich weiter. Komm erstmal in so ein Fachwissen, in so eine Grundausbildung rein. Bietest du da auch irgendwas an? Also das
es wird was kommen, was ich anbieten werde. Und es wird sich in dem Bereich bewegen. Und da können wir dann gerne nochmal drüber sprechen, wenn es dann aktueller wird. Aber da wird was kommen. Das wird sehr, sehr spannend sein. Und es ist halt einfach für mich auch so ein Thema, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist das eine. Aber andere Leute zu wirtschaftlich erfolgreich zu machen, das entwickelt einen unheimlich weiter. Definitiv. Und ich habe jetzt erst eine Gesellschaft gemacht, da habe ich zwei, ich nenne sie immer Azubis, aber das sind keine Azubis, wir sind vollkommen gleichwertige Geschäftspartner, habe ich da mit reingenommen, habe Kapital in die Gesellschaft gepackt und da machen wir jetzt mega coole Projekte. Und die Jungs, die hängen ihre Jobs an den Nagel und sind komplett wirtschaftlich frei und drehen da die Dinger mit mir, lernen. Man muss dazu sagen, die haben auch gewisse Vorbildung, Immobilienkaufmann, Hausverwaltung gelernt und so weiter. Aber die lernen extrem viel und sind total dankbar und sind auch noch super coole Jungs. Einen davon hast du ja auch schon mal kennengelernt. Und das macht total Spaß. Ja, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit so einem Projekt hier, aber es macht total Spaß, das Zusammenarbeiten, das zu sehen, wie jemand sich entwickelt, wie der performt, wie der aufblüht und welchen Drive die entwickeln. Das kann man natürlich nicht mit allen machen, aber wenn man da so welche hat, die brennen, dann macht das mega Spaß und also, das füllt einen richtig aus. Ich merke das, ich habe ja ein Mentorship-Programm und noch ein Membership-Programm, wo ich Immobilienmakler auch an die Hand nehme und ausbilde. Mich frustriert es manchmal ein bisschen, wenn die dann nicht einfach das machen, was ich sage, weil ich weiß, es funktioniert. Ja. Auf der anderen Seite versuche ich aber auch dadurch, Prozesse zu entwickeln, zu überlegen, okay, was wäre denn jetzt der perfekte Ablauf, wie so ein Gespräch auch ablaufen muss, damit man auch ein Objekt akquiriert. Das heißt, ich stelle mir ganz oft selber die Frage, okay, was mache ich denn eigentlich richtig, was jemand anderes einfach nur kopieren müsste, damit das bei ihm auch funktioniert. Das heißt, ich werde eigentlich dadurch, dass ich jemandem das weitergeben will, immer besser, weil ich merke, ah, okay, wenn man das jetzt so macht und das als nächstes und der dritte Schritt ist das, dann kommt man relativ schnell ans Ziel. Also, weil normalerweise, es geht dir wahrscheinlich auch so, du machst intuitiv viele Dinge richtig, weil die in der Vergangenheit irgendwann mal funktioniert haben. Mhm. Aber wenn du jemandem erklären willst, warum das funktioniert und welchen Ablauf er machen müsste, dann lernt man selber so viel dazu. Mhm. Also, das ist richtig, ist kann ich nur unterstreichen. Also, das ist wirklich, weil man holt sich die Dinge wieder raus und selber vor Augen und das entwickelt einen einfach ungemein weiter. Und auch die Dankbarkeit von den Leuten ist einfach, das kann kein Geld der Welt bezahlen. Das stimmt. Und das ist einfach, was mir auch Spaß macht, wo ich auch mit Sicherheit in Zukunft noch viele, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen Leben verändern, aber viele Leben positiv beeinflussen möchte. Ja, also da werden wir auf jeden Fall nochmal zusammen ein Video drehen, wenn das alles soweit ist. Wie sieht es denn aus, mit was für einer Art von Immobilien sollte ein Einsteiger einsteigen? Okay, also da bin ich relativ klar. Also ich würde im Fix-and-Flip-Bereich einsteigen mit Wohnungen, weil da sind einfach super Margen drin und das ist zum Eigenkapital, das ist ja das ständige Problem. Also ist ja immer Eigenkapital, wo kriege ich es her und wie komme ich da schnell dran? Und mit so Fix-and-Flip-Deals kannst du halt sehr schnell Eigenkapital aufbauen. Und ich habe es halt so gehandelt, ich nenne es Tax Leverage, sage ich mal, Finanzamt soll dein Co-Investor werden, du musst halt dann schauen, dass du die Bruttogewinne, dass du halt deine Steuererklärung so weit wie möglich rausschiebst, dann kannst du mit den Bruttogewinnen arbeiten. Ja. Und es ist Finanzamt, hi Finanzamt, ist mein bester Co-Investor, sag ich jetzt mal. Und von dem her, da gibt es dann einfach so ein paar Hebel, und die man da ansetzen kann, und um das Ganze noch ein bisschen steiler gehen zu lassen. Wenn du jetzt an Fix und Flip denkst, renovierst du dann die Wohnung, machst du die noch ein bisschen schick und verkaufst sie dann? Also ich habe am Anfang das so getan, ich habe mich selber nach dem Job bis 2 Uhr morgens in die Putzen gestellt, habe Fliesen abgeschlagen, habe mit Kumpels Böden verlegt und so weiter. So habe ich das gemacht. Und da hebelst du natürlich deinen Gewinn. Ja, klar. Und das würde ich auch empfehlen. Also man muss da schon selber auch ein bisschen Hand anlegen, weil wenn du dir 5.000 sparst, hast du wieder 5.000 mehr. Wenn du da noch ein bisschen was zu sehen willst, also ihr seht mich ja jetzt immer so in Kostüm und in Kleidchen und so weiter, aber ihr wisst ja auch, ich mache Staging und Styling und ich richte auch selber Wohnungen aus oder erstatte sie aus mit Möbeln und mit Lampen und so weiter und vermiete sie dann sehr hochpreisig weiter. Wenn ihr das euch mal angucken wollt, dann verlinken wir euch jetzt gerne hier unten in der Videobeschreibung nochmal ein paar Videos dazu. Und was empfiehlst du den Leuten da draußen? Gibt es da noch irgendwas, was du ihnen mit an die Hand geben kannst zu dem Thema? Es wird mit Sicherheit demnächst mal was kommen, was die Leute ein bisschen strukturieren kann. Und
Das ist aber auch noch alles ganz, ganz frisch. Also wir werden da vielleicht zu gegebener Zeit nochmal drüber reden. Okay, dann machen wir dazu auf jeden Fall nochmal ein Video, wenn es soweit ist. Und wenn es sich ergibt, könnten wir auch gegebenenfalls nachträglich noch in der Videobeschreibung das dann hier unten einfügen. Genau. Dann machen wir das so. Super, also dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, mir dieses schöne Objekt zu zeigen. Danke, dass du hierher gekommen bist. Ich habe dir ja nicht so viel versprochen, oder? Definitiv nicht. Also ich bin total beeindruckt. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar weitere Videos zusammen aufnehmen und dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder im nächsten Video mit dabei seid. Deswegen aktiviert hier die Glocke auf YouTube und dann werdet ihr darüber informiert, wenn das nächste Video von uns online geht. Ich würde mich natürlich über diese Daumen hoch freuen da unten und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, lieber Max. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Adios.